Heute zeige ich dir, wie du mit der Zuhilfenahme von dem, was du sowieso schon zu Hause hast, und einem Gummiband deinen kompletten Rücken trainieren kannst. Ohne Werbung an der Stelle machen zu wollen, ich habe mein Gummiband bei Action erworben. Da gab es die gerade für 7 Euro oder so. Ist also ein sehr erschwinglicher Preis. Achtet bei dem Kauf des Gummibands darauf, dass es ein langes Gummiband ist und dass es für euch die passende Zugkraft hat. Ich habe jetzt hier ein Gummiband mit einer Zugkraft von 35 Kilo. Bedeutet, dass es da, wo das Gummiband am meisten angespannt ist, 35 Kilo Last hat. Bei Amazon gibt es Gummibandpakete mit verschiedenen Gummibandstärken, noch mit verschiedenen Griffen dabei. Da gibt es die für, lass mich nicht lügen, 18 Euro oder so, meine ich. Ich blende euch hier mal einfach ein Angebot ein, dann könnt ihr das mal sehen. Ich habe bei der Übungsauswahl darauf geachtet, dass sowohl ein Anfänger als auch ein Fortgeschrittener und ein ambitionierter Sportler für sich die richtige Übung findet, um eine passende Intensität wählen zu können. Bevor ich euch allerdings die Übungen zeige, macht es vielleicht Sinn, einmal zu kurz zu erklären, ab wann ein Rücken denn komplett trainiert wird. Der Rücken wird ab dann komplett trainiert, wenn wir die größten Muskelgruppen auf der Rückseite abgedeckt haben. Schauen wir uns die Muskeln doch einmal an. Zum einen wäre da der Latissimus, der für das Ziehen von oben unter anderem zuständig ist. Zum anderen wäre da der Trapezmuskel. Der Trapezmuskel besitzt drei Funktionen. Wir konzentrieren uns hier eher auf den Teil zwischen den Schulterblättern, also der, der die Schulterblätter nach hinten zieht. Es kommt der untere Rücken. Der untere Rücken sorgt für eine Streckung von eurem Oberkörper. Und obwohl der Muskel streng genommen nicht zum Rücken zählt, ist er von hinten sichtbar und hat auch eine ähnliche Funktion, nämlich eine ziehende. Und zwar ist das die hintere Schulter. Wir brauchen also insgesamt 4 Übungen, wobei jede Übung den Schwerpunkt auf einem anderen Bereich des Rückens legen sollte. Bei allen Übungen, die ich zeige, wird mehr als nur der eine Muskel trainiert, auf den der Fokus liegt. Welche Übung welchen Muskel dann hauptsächlich fokussiert, erkläre ich euch dann, während die Übung gezeigt wird, in Form eines Voice-Overs. Gut, genug Vorgeplänkel. Wollen wir mal ab zu den Übungen. Los geht's! Fangen wir an mit den lat-fokussierten Übungen. Für die erste Übung braucht ihr ein Handtuch und eine Tür. Das Handtuch hat einfach die Funktion, theoretisch wäre es nämlich auch ohne möglich, dass ihr diese oben auf den Türrahmen ablegt, damit der Türrahmen sich nicht so in euer Handfleisch schneidet und ihr euch dann an der Tür hängen lässt und einfache Klimmzüge ausführt. Vorteil bei den Klimmzügen an der Tür ist, dass ihr hier ohne Schwung arbeitet. Worauf ihr dabei achten müsst, ist, dass eure Tür stabil genug ist, um euer Gewicht auszuhalten und nicht kaputt geht, während ihr die Übung macht. Die Übung ist eher was für sehr fortgeschrittene bzw. schon ambitionierte Sportler, die bereits recht fit in solchen Übungen sind. Etwas weniger fortgeschrittene Leute können sich das Gummiband zur Hilfe nehmen, indem sie das um den Türgriff hängen und dann ihr Knie da reinhängen in die Öse. Dadurch hilft euch das Gummiband hochzukommen. Zwei Sachen, worauf ihr aber dabei achten müsst. Und zwar, wie ihr bei mir seht, geht der Griff mit nach unten. Da müsst ihr aufpassen, dass das Gummiband nicht komplett vom Türgriff runterrutscht. Und die zweite Sache ist, ihr könnt euch nicht ganz so hochziehen wie bei freieren Klimmzügen, da sonst das Gummiband seine Spannung verliert und sich auch von dem Türgriff lösen würde. Anfänger können sich ihr Gummiband einfach um den Griff eines Fensters hängen, knien sich dann vor das Fenster oder unter das Fenster, beugen sich dann mit dem Oberkörper so weit nach vorne, bis das Gummiband mit den Armen und dem Oberkörper ungefähr auf einer Linie ist und zieht es dann zu euch runter und führt damit im Prinzip eine ähnliche Bewegung aus wie auch bei Klimmzügen. Die nächsten Übungen fokussieren sich etwas mehr auf den Trapez, wie schon gesagt eher auf dem Teil, der zwischen den Schulterblättern liegt. Bei der ersten Übung, die wieder eher für ambitionierte Sportler ist, nehmt ihr euch ein Gummiband, worauf ihr dann steht, und positioniert euren Griff da, wo die Spannung für euch passend ist. Bei mir war das knapp unter den Knien. Dann beugt euch nach vorne, macht den Rücken gerade und zieht das Band bis zu eurem Bauch. Wem das Ganze immer noch zu leicht ist, der kann das Ganze einarmig ausführen. Dabei würde ich euch empfehlen, dass ihr das Gummiband aber kreuzend befestigt. Das heißt, wenn ihr mit dem rechten Teil des Oberkörpers als erstes arbeiten wollt, ihr das Gummiband auf den linken Fuß absetzt.
Dadurch verbessert ihr einfach die Belastungskurve. Wem das Ganze für den unteren Rücken etwas zu anstrengend ist, dem würde ich dann empfehlen, einfach den Arm, der gerade nicht arbeitet, auf einem Stuhl oder etwas Ähnlichem abzulegen, dass ihr euch da entlasten könnt. Anfängern würde ich empfehlen, sich einfach auf den Boden zu setzen, einen geraden Rücken zu machen und das Gummiband wie gerade auch, um die Füße drin zu machen und im Prinzip die allererste Übung einfach nur sitzend zu machen. Eine Variation, wie man sich diese Übung etwas erschweren kann, ist, das Gummiband einfach zu doppeln. Oder wie auch vorher, einarmig auszuführen. Die nächsten Übungen fokussieren sich hauptsächlich auf den unteren Rücken. Bei der ersten Übung braucht ihr einen Tisch und einen Stuhl. Ihr positioniert euch so, dass eure Hüfte auf der Sitzfläche des Stuhls ist und eure Füße direkt unterm Tisch sind und ihr die Hacken schon den Tisch berühren. Dann lässt ihr euch einfach hängen und zieht euren Oberkörper hoch, bis dieser sich auf einer geraden Linie mit euren Beinen befindet. Wenn ihr den Fokus etwas mehr auf den unteren Rücken legen wollt, dann empfehle ich euch, euch hoch zu rollen mit dem Rücken, also Wirbel für Wirbel, so wie ihr es hier seht. Ihr braucht euch dabei keine Sorgen machen, ob das schlecht für den Rücken ist. Dadurch, dass wir keine Kompression auf der Wirbelsäule haben, wie beispielsweise beim Kreuzheben, könnt ihr das hier völlig ohne Bedenken ausführen. Wenn ihr das mit einem geraden Rücken ausführt, würdet ihr immer noch den unteren Rücken trainieren. Allerdings würdet ihr auch viel den Po und den Beinbeuger mit einbeziehen. Die nächst einfachere Übung wäre eine Art Hip Thrust oder Brücke. Dabei könnt ihr euch die Übung erschweren, indem ihr ein Gummiband einmal um eure Hüfte legt und untenrum um eure Hände. Ohne Gummiband wäre das Ganze einfacher. Die Endposition sollte die sein, wo euer Oberkörper mit euren Oberschenkeln auch wieder auf einer Linie ist. Zuletzt kommen nun Übungen für den hinteren Teil der Schulter. Anfangen tun wir mit einer Übung, die sich Face Pulls nennt. Dabei hängt ihr das Gummiband wieder um den Türgriff, positioniert eure Füße an die Tür und zieht das Gummiband ungefähr auf Mund- bzw. Kinnhöhe. Achtet dabei darauf, dass eure Ellenbogen von eurem Körper abgespreizt sind, ungefähr auch auf Schulterhöhe. Eine andere Variante, die hintere Schulter zu treffen, wäre das Gummiband zu nehmen und es mit geradem Arm auseinanderzuziehen, bis das Gummiband eure Brust berührt. Dabei solltet ihr auch darauf achten, dass ihr die Arme oben haltet, also die Ellenbogen ungefähr auf Schulterhöhe und wie gesagt die Arme annähernd gerade lässt. Die wahrscheinlich anfängerfreundlichste Version wäre einfach, sich Wasserflaschen zu nehmen, sich wieder hinzusetzen, sich aber diesmal nach vorne zu beugen, bis euer Oberkörper oder euer Bauch eure Oberschenkel berühren und dann die gleiche Bewegung mit dem Auseinanderziehen der langen Arme auszuführen, nur diesmal mit Wasserflaschen in der Hand. So, das waren jetzt erstmal alle Rückenübungen, die ich für euch empfehlen kann. Bevor ihr allerdings abschaltet, habe ich noch ein paar allgemeine Hinweise, wie ihr euch euer Workout zusammengestaltet. Beispielsweise bei der Reihenfolge der Übungen würde ich empfehlen, dass ihr mit der Übung anfängt, wo ihr für euch einen Schwachpunkt feststellt oder da, wo ihr den Fokus einfach drauflegen wollt. Es ist nämlich so, dass der Trainingseffekt bei den ersten Übungen immer höher sein wird als bei den letzten. Behaltet das einfach mal im Hinterkopf. Da ich weder euren Fitnesszustand noch die Zugkraft eurer Gummibänder kenne, kann ich auch nur sehr grobe Empfehlungen geben, was die Satzzahl und die Wiederholungszahl angeht. Ich werde es aber dennoch mal versuchen. Allgemein kann ich sagen, dass 3 bis 4 Sätze pro Übung empfehlenswert sind, wobei ihr pro Satz nicht unbedingt mehr als 20 Wiederholungen absolvieren solltet. Dazu empfehle ich, dass ihr in den ersten Sätzen bis kurz vor Muskelversagen geht, also euch zu 90% auslastet und in den letzten Sätzen dann wirklich bis zum Muskelversagen, das heißt, bis ihr keine korrekte Wiederholung mehr hinkriegt. Der Sinn davon sollte einfach sein, dass ihr über die ganzen Sätze hinweg das größtmögliche Volumen absolvieren solltet, um so für den Muskel auch den größtmöglichen Reiz zu machen. Da wir hier nur sehr schwer mit Intensitäten arbeiten können, geht das eigentlich hauptsächlich nur über das Volumen. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert mich bitte, das würde mich sehr freuen.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!